Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihnen ist kalt? Dann kommen Sie doch einfach mit mir. Indien ist ein Märchenland. Immer beginnen die Märchen mit: Es war einmal vor langer, langer Zeit. In Indien ist diese Zeit einfach stehen geblieben. Man durchlebt diese Märchen, sieht Ali Baba und die 40 Räuber, sieht den Kalifen Storch. Der Königin der Nacht huldigt man auf ihrem Divan. Seit 35 Jahren reise ich durch Indien. Indien ist für mich zum aufregendsten Land der Welt geworden und ich entdecke auch heute noch auf jeder Reise Neues. Indien kennen heißt allerdings noch lange nicht, es zu begreifen. Die Aussteiger der indischen Gesellschaft, die Sadhus, haben sich vom Alltag verabschiedet und leben mit ihren Gurus in ihrer eigenen Welt. Aber Besucher sehen sie immer gerne. Paart sich die Ratte auf dem Hut, geht es auch dem Sadhu gut. Mal ganz ehrlich, kann man nachvollziehen, was diese Sadhus hier treiben? Als die Götter und Dämonen das Milchmeer quirlten, entstanden nicht nur alle Lebewesen, sondern auch der Unsterblichkeitstrank Amrita. Davon fielen 4 Tropfen aus einem Krug auf die Erde. Einer in Allahabad. Kumbh heißt einfach nur Krug und Mela heißt Volksfest. Is the river we belong, we call Mother Ganga. When we bath this point, we feel immortal. We feel our humanity going to more forward and more success. Om Namo Narayan. Ein goldenes Eimerchen? Daran ist Gangeswasser, mit dem Babaji seinem Guru die Füße waschen wird, um es hinterher zu trinken. Amrita, der Unsterblichkeitstrank, ist überall. Man muss ihn nur zu finden wissen. Die verschiedensten Länder der Welt meinen Gästen seit vielen Jahren näher zu bringen, ist mein Lebenselixier. Und nur zu diesem Zweck habe ich den Reisedivan gegründet. Indien hat die schönsten Luxuscamps der Welt. Und wir wissen auch, diese zu finden. Lust bekommen? Dann melden Sie sich doch einfach an für unsere Reisen. Aber ganz schnell, denn wir nehmen maximal nur 8 Gäste mit. Rajan, Divan. SD1.